Mr. Bellamy, you are from the police in the UK. How did you get these two guys? Wie sind Sie auf die Spur dieser zwei Inder gekommen, die in Großbritannien den Mord begangen haben oder mitbeteiligt waren? Wir arbeiten seit einem Monat schon mit der österreichischen Polizei zusammen und waren in der Lage zu bestätigen, dass diese zwei Männer in Österreich sind. Und seitdem arbeiten wir daran, sie festzunehmen. Woher haben Sie die Information bekommen, dass diese zwei Personen aus Großbritannien nach Österreich, nach Oberösterreich gekommen sind? Während der Ermittlung haben wir herausgefunden, dass zwei Männer England verlassen haben und dann haben wir auch herausgefunden, dass sie möglicherweise in Österreich sind. Und wir arbeiten eben zusammen mit der österreichischen Polizei. Die konnten dann den Ort bestätigen. Das hat zur Festnahme geführt. Waren Sie gestern mit dabei bei der Polizei, als die Festnahme erfolgte? Ja, wir sind am Sonntagabend eingetroffen, haben dann mit der Polizei zusammengearbeitet bei der Vorbereitung und dann auch bei der Festnahme. Wie war das für Sie, mit der österreichischen Polizei zusammenzuarbeiten? Hat alles gut funktioniert? Ja, die österreichische Polizei war wirklich unglaublich unterstützend. Wir danken ihnen auch unglaublich dafür. Die Zusammenarbeit zwischen den zwei Polizeieinheiten war sehr, sehr gut und wir wurden auch von der Internationalen Kriminalitätsagentur unterstützt. Wir haben also sehr gut zusammengearbeitet, um diese Festnahmen durchführen zu können. Was wird jetzt mit diesen zwei Verdächtigen passieren? Nun, die zwei Verdächtigen sind jetzt im österreichischen Gefängnis und jetzt müssen diese Behörden in Österreich entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht, ob sie eben an Großbritannien ausgeliefert werden. Können Sie vielleicht auch noch erzählen, was damals passiert ist? Woran waren diese zwei Personen beteiligt? Die zwei Männer, die gestern festgenommen sind, eine Gruppe, Teil einer Gruppe von 8 Personen, die einen Mann am 8. August angegriffen haben, geprügelt haben und ihn tot in der Straße liegen gelassen haben. Stimmt es, dass Sie damals mit mehreren Geräten, auch mit Golfschlägern, diesen Mann geschlagen hätten? Ja, Sie haben alles Mögliche verwendet. Die wichtigste Waffe war eine Axt, die Sie dreimal in seinen Kopf geschleudert haben. Dann haben Sie auch Golfschläger verwendet, aber auch Macheten, Messer und alle anderen möglichen Waffen. War das geplant? Weiß man das schon? Es war in gewisser Hinsicht geplant. Die haben sich am Montagmorgen noch getroffen, diese 8 Personen. Sie sind von den West Midlands in diese Region Shropshire gefahren. Sie waren nicht von dort. Sie wollten diese Person, Amon Singh, lokalisieren und haben dann einen Insider gehabt bei dem Paketlieferdienst DPD und haben dadurch gewusst, wo er zu einem gewissen Zeitpunkt sein wird. Was glauben Sie, wird es weitergehen mit diesen 2 Personen? Wie lange werden sie dann in England ins Gefängnis kommen? Nun, wenn es zu einem Prozess kommt, wir haben gerade 4 Personen verurteilt. Sie haben 28 Jahre bekommen und das heißt, sie werden wahrscheinlich ein ähnliches Urteil bekommen von sicher über 20 Jahren.